So, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Wir haben ja letztes Mal hier an dieser Stelle im Aufzug aufgehört. Nachdem wir nach viel Geschrei und viel Mord und Totschlag alle Stäbe für die Aufzugsmaschinerie zusammen hatten, und bevor ich mich jetzt hier noch länger mit Gelaber aufhalte, zücken wir mal hier unser Hebelchen, drücken es hinunter. Was? Okay, wir haben den Aufzug repariert, der funktioniert aber nicht. Hä? Ich war jetzt eigentlich der festen Überzeugung, dass wir jetzt rauschend in die Tiefe brausen. Und, wow, hey, tun wir aber nicht. Mal nachschauen, was da schief läuft. Irgendwas scheint da ja nicht so ganz zu stimmen. Merkwürdig. Ich glaube, ich habe die Aufzugsmaschinerie gar nicht angeworfen. Ah ja, okay, gut, es passiert. Unfälle passieren, das Leben ist hart. Hart, hart, hart. Dafür müssen wir jetzt ganz runter, ne? Jupp. Jupp, jupp, jupp. Naja, dober Fehler. Hier. Upsala. Müssen wir erst noch den Brenner anwerfen, oder was? So, der Brenner funktioniert, die Stäbe sind drinne. Was ist denn los? Der Brenner läuft, die Stäbe sind drinne. Alle Zahnräder sind auch da, oder? Alle Zahnräder sind auch da. Hä? Ich hasse dieses Spiel. Ach ja, Öl haben wir ja keins mehr. Die Stäbe sind auch alle drinne. What the fuck? Okay, dann gehen wir mal gerade ganz hoch. Ist ja auch noch eine Tür. Aber wir haben doch eigentlich alles gemacht gehabt. Was ist denn los? Ach ja, ach ja. Ich muss das auf 8 nach oben und 8 nach unten stellen. Oh, nein. Nein. Bleib mal in der Mitte. So. Wie mache ich das? Warte, du kommst mal wieder hier hin. Das ist nämlich. Warte mal, das ist ja 4. 4 nach oben, 4 nach unten haben wir jetzt. 5 nach oben, 5 nach unten. Nö, ist falsch. Es ist 4. Hä? Bin ich dämlich oder was? 5 nach oben, 5 nach unten. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir machen das jetzt mal so. 4 plus. Ich bin so dämlich. Wollte mich jetzt verarschen. Warum gehen die Hebel eigentlich alles bis nach ganz oben dann wieder? Und wieso ist es hier so dunkel? So. So. Wir wollen 5 nach oben. Plus 3 sind 8. Plus 5 nach unten. Plus die 2 und den. So. Gott, ich bin ja sogar zu blöd zum Rechnen. Jetzt können wir aber die Maschine anschmeißen. Und dann mit Aufzug fahren. So. Ich hab die Hälfte vergessen. Tut mir sehr leid. Was passiert? Was passiert? Unfälle passieren. Das Leben ist unfair. Jetzt ziehen wir in diesem Hebel und ich hoffe, die Maschine funktioniert jetzt. Ja. Jetzt können wir Aufzug fahren gehen, meine Freunde. Jetzt können wir Aufzug fahren gehen. War klar, dass das rote Zeug hier auch nicht lange auf sich warten lässt jetzt. Was wir jetzt nur für ein Problem haben werden, da wo wir runterfahren, wir fahren ja noch weiter runter, da wird es bestimmt nicht heller sein als hier oben. Und wir haben kein Öl mehr. Nichts mehr. Das könnte sich als Problem erweisen. So, wir gehen jetzt raus, wieder in die hintere Halle und können jetzt Aufzug fahren gehen. Das wird natürlich wunderbar. Das wird da unten bestimmt nicht schön für mich. Die letzte Folge war schon so heftig, ey. What the fuck? Wo hab ich mich gerade erschreckt, ey? Scheiße.
Okay, wieder hier rein. Türen schließen. So, jetzt können wir Aufzug fahren. Ja! Und es geht abwärts. Mal sehen, was dort unten auf uns wartet. Ah, hier gibt es noch einen Zwischenstock. Wieso halten wir da nicht an? Wieso wird es gerade so dunkel? Ist doch keine elektronische Lampe. Wieso geht die an und aus? Was ist los jetzt hier? Oh. Und wir hängen fest. Super. Oh, wir hängen doch nicht fest. Nee, wir hängen nicht fest. Oh, shit. Das war bestimmt nicht so schön. Oh, je. Da unten wird es bestimmt nicht freundlich sein. Mm-mm. Ach du Scheiße. So. Daniel hat auf jeden Fall den kleinen Aufzugabsturz mehr oder weniger gut überlebt. Eher weniger als mehr. Und wir kommen nicht mehr zurück. Wir kommen nicht mehr zurück. Einige Schnittwunden und blaue Flecken, damit können wir leben. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. So. Anscheinend hat Alexander in den Tiefen seines Schlosses noch ein Gefängnis gehabt. Und ich glaube, die Eingesperrten da werden nicht mehr ganz so freundlich sein, wie sie es davor waren. Na super. Okay, finden wir hier irgendwo Öl? Ich brauche unbedingt Öl. Das wird hier bestimmt noch richtig dunkel. Fuck. Okay. Na gut. Wir machen erstmal Platz hier. Das wird noch so spaßig jetzt bestimmt da unten. Ey. Ja, ich habe gar keine Lust. Hoffentlich schreie ich nicht wieder so viel wie letztes Mal. Na los, komm Steinchen, mach dich aus dem Weg. So, und wir haben aber noch ein paar Steine hier. Hey, hey. Wir machen mal ordentlich Platz hier, falls wir auf einmal gleich wegrennen müssen oder so. Ich kenne ja mein Glück, müssen wir bestimmt gleich. Gehen wir hier lieber mal ein bisschen sorgsam jetzt gerade mit dem Aufräumen um. Falls wir hier gleich mal schlagartig rausrennen müssen und die Tür unter uns zuschmeißen. Boah, verdammt nochmal. So. Ist aufgeräumt. Wir öffnen die Tür. Wir lassen die Sperrengewehr offen. Wie gesagt, falls wir wegrennen müssen. Wie viel Zunder? Wir haben 32 Zunderbüchsen, Leute. Boah, wie dunkel ist es denn hier? Was zur Hölle? Was ist denn los mit diesem Spiel? Was stimmt denn hier nicht? Ich will da nicht weiter reingehen. Wäre an sich jetzt nicht gar nicht so schlimm, aber wir haben kein Öl mehr. Mann. Irgendwas im Journal. Mementos, keine Mementos. Notizen. Ach, Scheiße, ey. Warum schreien die denn alle hier? Ah, es wird ein bisschen heller. Okay. Oh.
Wo bin ich hier gelandet? Da liegt ein Hammer.